Hallo, liebe Schwester, liebe Brüder, lieber Zuhörer. Ich möchte heute ein ergänzendes Video machen zu einem Video, den ich schon gemacht habe, müssen Christen Sabbat halten. Da ich gemerkt habe, dass immer wieder das Thema eigentlich sehr aktuell wird. Man weiß oft nicht als Christ jetzt, welche Linie soll ich denn wirklich nehmen. Und deswegen habe ich das Thema ausgewählt, Gesetz oder Gnade. Jetzt zum Thema Gesetz müssen wir erstens sehen, für wen das gegeben wurde. Also, Gott erwählt Abraham, Isaak und Jakob und stellt einen Bund mit ihnen. Das sind die Väter der Juden. Also, Gott erwählt die Juden als sein Volk. Und Gott macht mit diesem Volk eine Geschichte, über den wir staunen können, wenn wir die Bibel lesen. Das ist auch ein Zeugnis, dass Gott das Wesen gibt, dass Gott die Wahrheit ist, weil keiner kann diese Geschichte leugnen. Als dann Moses zum Vorschein tritt, macht Gott einen Bund mit Israel und er legt fest, was die Bedingungen dieses Bundes sind. Und er gibt den Juden Richtlinien, mit denen es Bedingungen, was er sich vorstellt als Gott, was er erwartet als Gott von dem Judentum. Und er verheißt, dass diejenigen diesen Bund halten, auch sein volles Segen haben, sein volles Schutz, also sein volles Programm ist da. Sie können sich auf ihm total verlassen. Verlassen die Juden diesen Bund, dann sagt auch Gott, was mit denen passiert. Dann tut Gott sein Rücken zeigen und die Juden werden Leid erfahren. Und ich meine, wenn wir Verständnis haben und die Augen öffnen, dann werden wir aus unserem eigenen Leben sehen, dass wenn wir lügen, wenn wir stehlen, wenn wir Böses tun, dann werden wir auch das Böses Leid ernten. So, da gibt Gott den Juden erstmal die Beschneidung. Jeder Jude muss beschnitten werden. Das war bei Abraham nicht der Fall. Das lesen wir auch in der Römerbrief. Das sagt Paulus ganz deutlich, dass Abraham durch den Glauben und nicht durch Beschneidung oder was auch immer selig wurde. Und da sehen wir auch, dass im Römer 2, Vers 28, das sagt Paulus: Denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzübertreter bist, so ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. Und wir wissen, dass Gott das auch wusste, dass jeder Mensch von Grund auf sündig ist. Und
Er wird die Gebote nicht halten, die er gegeben hat, nicht weil er nicht will, sondern wir sehen auch oft an uns selber, dass wir oft sündigen, ohne zu wollen. Ja? Wir sind oft ungerecht, ohne es zu überlegen, ohne es zu wollen. Und dann hat er auch diese Feste eingeführt, die dann bestimmte Rituale, also die Opfergaben, darbringen mussten für die Versöhnung zwischen Mensch, zwischen Jude und Gott. Wir wissen, dass, so wie Paulus das sagt, dass eigentlich die Gebote, diese Richtlinien, den Mensch gezeigt hat, was Sünde in uns ist. Ja, das ist in Erziehung auch so. Wir sagen unserem Kind, das darfst du nicht, das sollst du so machen, das sollst du so machen. Und das Kind weiß, wenn er das jetzt nicht so macht, wie wir das gesagt haben als Eltern, dann ist er auf dem falschen Weg. Und da entsteht auch die Angst in der Beziehung zwischen Gott und Mensch oder zwischen Eltern und Kind. Das heißt, Paulus sagt, dass das Gesetz wurde uns zum Tod, zum Sünden, ja, zur Verurteilung. Ja. Das heißt, durch das Gesetz war uns deutlich, dass jetzt habe ich gesündigt. Bis das Gesetz nicht da war, ja, haben wir das nicht gewusst. Also wenn wir jetzt keinen Führerschein machen müssten und frei rumfahren könnten durch die Gegend und ein Unfall passieren würde, dann würde es kein Gesetz geben, dann heißt es, ihr müsst euch einigen. Also da kann man keinen verurteilen. Aber da das Gesetz sagt, am Rot musst du halten und da darfst du nur 30 fahren, wenn ich aber mit 180 über Rot düse und einen tödlichen Unfall verursache, dann ist das Gesetz da, der dich verurteilt. Also das Gesetz ist eigentlich zu deinem Schutz, aber gleichzeitig ist, wenn du Gesetzübertreter bist, wie Paulus ja auch gesagt hat, dann ist das Gesetz dein Urteil, ein Todesurteil. Ja? Und deswegen haben die Juden auch seine Feste gehabt, wie die Opfergaben und alles Mögliche. Das kennen wir aus den fünf Büchern Mose. Im zweiten Buch Mose wird es detailliert auch beschrieben. Und diese Feste, diese Opfer, musste gebracht worden sein. Es ist hart, wie Paulus eigentlich über diese Sachen spricht. Ich würde da mal vielleicht aus der Galaterbrief was lesen, weil wir reden hier über Gesetz und Gnade. Und da sagt Paulus, Moment, in Galater 5, das ist sagte er in Galater 5, ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ja, also wer diesen Weg nimmt, dann soll sich nicht nur an den Sabbat halten,
dann soll er sich auch beschneiden. Weil ich kann jetzt sagen, ich nehme einen Gebot raus, den muss ich halten. Also den Sabbat, den muss ich halten. Und was ist mit dem alle anderen? Also alles andere wurde aufgehoben, als Christus gestorben ist. Und das eine nicht. Gut, dann sollen wir ein bisschen weitergehen. Ich möchte mal was lesen aus Lukas Evangelium. Jesus ist am Berg, ja, und in diesen 3 Jahren hat er oft am Sabbat Sachen gemacht, was die Schriftgelehrten gesagt haben, darfst es nicht tun. Sollen wir mal das lesen? Und es begab sich, also Lukas 6, und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger rauften Ehren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr das, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte und die, die bei ihm waren, wie er in den Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen durfte als die Priester allein, und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist ein Herr über Sabbat. Und dann lesen wir noch weiterhin, wie Jesus am Sabbat heilt nicht nur eine Person. Öfters war es am Sabbat der Fall. Sogar die Pharisäer haben ihn einmal versucht, ihn anzuklagen auch. Ja. Und da macht Jesus was deutlich. Er hat Macht, Gesetze aufzuheben und Gesetze zu bringen. Jesus sagt zum Beispiel, das Gesetz sagt Auge um Auge, ich aber sag euch. Ja? Und es nicht in einem Fall. Er tut auflisten bestimmte Sachen. Ja? Wie nehmen wir das eigentlich dann? Hat er das Recht dazu? Ja, natürlich, weil er ein Teil Gottes ist. Er ist der Sohn Gottes. In ihm wurde geschaffen alles. Und er hat das Recht dazu. Wir kommen noch auf das später drauf. Also, wenn ein König da ist, der macht Gesetze für seinen Volk, und er kann diese Gesetze auch ändern. Natürlich, er kann auch ein Gesetz bringen, dass niemand ein Gesetz ändern kann. Das war auch der Fall. Ja, aber wir können im Alten Testament das lesen. Es war ein König in Estherbuch, ja, der hat ein Gesetz gebracht, dass nicht mal der König Gesetz ändern kann. Ja? Und aber in generell ist es so, dass der Nachfolger dieses Königs kann neue Gesetze bringen. Ja? So. Jetzt, wenn wir über Gesetz sprechen, ich finde es auch sehr wichtig zu sehen, als der reiche Mann zu Jesus kommt. Und er fragt, was muss ich machen? Und dann sagt Jesus zu ihm, die letzten 5 Gesetze, was er tun soll, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so weiter und so fort. Aber die ersten lässt er raus. Warum? Weil Jesus schon ihn kannte und wusste, dass sein Herz an seinem Reichtum hängt. Hätte Jesus gleich gesagt, du sollst keinen anderen Gott haben, dann hätte er vielleicht den Jüngling schon gleich
gesagt, ja, jetzt habe ich es verstanden. Weil mein Reichtum ist mein Gott. Und von diesem Gott will ich nicht, mich nicht trennen. Okay. Also, wir sehen, dass das Gesetz göttlich ist. Es ist auch gut, ja. Aber das Gesetz ist für uns nur dann eine Erlösung, wenn wir auch die Opfergaben bringen können. Ja. Ja, gut. Dann lasst uns mal weitergehen und sehen, was eigentlich, was heißt Gnade. Das ist sehr wichtig zu verstehen, was Gnade ist. Ja, also in 1. Korinther 11 möchte ich mal was lesen. Was wichtig ist zum Verstehen, was hier Jesus gesagt hat, 1. Korinther 11, ab Vers 24, da muss ich mich ein bisschen orientieren, weil in der deutschen Bibel ist ein bisschen anders wie in der ungarischen. Also, und als Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hat, er brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Habt ihr kapiert? Da ist ganz deutlich, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Es ist ein neues Bund entstanden. Und Paulus, wenn ihr den Römerbrief durchliest, dann erklärt er diese Beziehung zwischen Gesetz und Gnade ganz, ganz, ganz deutlich. Ja? Was ist dieser neue Bund? Was ist dieser neue Bund? Als Jesus Christus am Kreuze starb, sein letztes Wort war: Es ist vollbracht. Lasst uns mal sehen, was Paulus sagt. Ein Augenblick. Ich muss mal ganz. Also, in Römer 7. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen, also zu den Juden heißen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist er losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Was heißt das? Das heißt, dass Jesus Christus, als er gestorben ist,
Das ist ein Scheidebrief zu dem Alten Testament, zu dem Judentum, weil wir ihn verworfen haben. Und Jesus Christus hat mit seinem Tod das alte Bund, alte Gesetz, die alte Tradition, die alte Feste, alles aufgehoben. Paulus sagt ganz deutlich, Römer 3 zum Beispiel, das Gesetz ist denen, die unter Gesetz sind. Aber in Vers 21, lass mal das lesen. 3, 21, also ich lese von 19. Wir wissen aber, dass alle, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum aus Gesetzen werken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ja. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Christus Jesus. Er betont sogar Christus Jesus. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an seinen Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen der Hingelassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Also, vielleicht werden sagen manche, die glauben an diesen Sabbat diese Beziehung zum alttestamentlichen Feste und Gesetze, werden sagen, ja, es ist falsch übersetzt oder was auch immer. Aber lasst euch da wirklich nicht verführen. Ihr könnt Römerbrief durchlesen, da sagt Paulus sehr, sehr, sehr deutlich. Ich möchte hier in der Galaterbrief nochmal weiterlesen, was ich angefangen habe. In der ich lese mal von der ersten Vers. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Für was sagt das? Es waren sehr viele Geschwister damals, Brüder, die eigentlich so solche Gesetze reinführen wollten in den Christentum. Und Paulus sagt da, lasst euch nicht unter Joch stellen. Ja? Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nicht nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lässt. Oder auch die alte Gesetze erhalten. Ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der Liebe wirksame Glaube. Ja? Natürlich werden jetzt viele sagen, ach, das ist aber über die Beschneidung. Also die Beschneidung müssen wir jetzt nicht halten.
Und die 10 Gebote sind halt von Gott, das sind auch nicht schlecht und das sage ich auch hier nicht, dass es schlecht sind. Aber das Gebot Jesus Christi ist erstens das Glaube und zweitens, also erste Liebe, die Liebe. Weil, wenn du deinen Bruder hast, wenn er hungert und du ihm nicht Essen gibst, dann bist du schon versündigt. Es sind so viele Einzelheiten, wo man eingehen kann. Man könnte ein Video wahrscheinlich von 2 Stunden, 3 Stunden machen hier. Aber es bringt letztendlich nicht viel. Wir sehen auch im Galaterbrief, dass Paulus sagt uns ganz deutlich, wir sind nicht festgenagelt an Feste oder an Tage, wir sind frei. Erinnert ihr euch, als Petrus diese Vision hat vom Himmel und sagt, Gott, iss. Und er sagt, nein, ich esse es nicht. Da sind wir genauso heute, diejenigen, die verschiedene Gesetze oder Gebote bringen und sagen, das musst du halten, sonst bist du kein Christ. Nein, das Einzige, was du halten musst, glaube an Jesus Christus und du wirst erlöst. Nicht der Samstag halten und nicht der Sonntag halten, sondern die Gemeinschaft mit Jesus Christus, dadurch mit Gott, mit der Gemeinde und dadurch, dass du wirklich den Geist Gottes empfangen hast, der dich zur Wahrheit führt. Und wenn wir das nicht kapieren, dann haben wir ein Problem. Wir sind nicht aus Werke gerechtfertigt, sondern aus Glauben. Und natürlich, wenn wir aus Glauben gerechtfertigt sind, dann werden unsere Werke auch sichtbar. Weil alles, was wir tun, tun wir nicht mehr wir. Paulus sagt noch sogar in der Römer, wir sind mit Christus gestorben. Wenn wir gestorben sind, dann leben wir nicht mehr dem Alten, sondern wir leben dem Neuen. Und das ist der Christus, der für uns starb. Für ihn leben wir. Und in ihm haben wir Zugang zu alles himmlische Rechte, weil wir sind nicht von hier, sagt auch Paulus, wir sind nicht von dieser Welt. Deswegen sollen wir nicht gucken, dass wir tolle Autos oder was auch immer, viel Geld und was auch immer, alles Irdische. Wir sind nicht gebunden an irdische Werte, sondern wir sind gebunden an himmlische Werte. Und diese Werte verlieren wir heutzutage mit der ganzen Technik, mit der ganzen Moral, was uns umgibt, übernehmen wir das aus dieser Welt. Ja? Wir sind Zeugnis und wir bringen das Evangelium der Gnade an allen Leuten, Menschen, die wir, mit denen wir uns treffen, mit denen wir zu tun haben. Und natürlich, ich merke, sehr viele neigen von diesem Thema abzukommen, weil das interessiert sie auch nicht. Aber ich bin nicht gezwungen, dann sie zu überreden. Weil Jesus hat auch nicht versucht, jeden zu überreden, sondern die du mir gegeben hast, auf die habe ich aufgepasst. Und dir hat Gott in der Gemeinde Geschwister gegeben, um auf die aufzupassen. Wir müssen aufeinander aufpassen, liebe Geschwister und Brüder, aber das tun wir auch nicht. Ja? Und lasst uns nicht unter Joch stellen und wieder versklavt zu sein. Du musst das, du darfst das nicht, du sollst das nicht, fass das gar nicht an. Wenn du jetzt am Samstag nicht zu Hause bleibst und dein Sabbat hältst, dann bist du verloren. Nein, du bist nicht verloren. Du kannst am Samstag schaffen gehen, wenn du willst. Und wenn unbedingt der Chef braucht, dann kannst du auch mal einen Sonntag gehen, weil das heißt lange nicht, dass das zu deinem Verlust ist. Aber wenn ich dafür gehe, Samstag und Sonntag arbeiten, nur dass ich viel Geld verdiene, dann kann es zu einem Problem kommen, weil das heißt,
Du vertraust dann hier nicht Gott, sondern vertraust deiner Kraft, deine Geldquelle soll stimmen und deine Einnahmen sollen reinkommen und dann lebst du gut. Du lebst nur dann gut, wenn du in allen Gott vertraust. Man kann hier sehr viel bringen, zum Beispiel Galater 4, Vers 5 bis 10, Vers 11, Vers 21, da können wir das auch mal durchlesen. Das könnt ihr selber mal zu Hause lesen, also ganze Galaterbrief, ganze Römerbrief, auch im Korintherbrief. Also alles kann nicht falsch übersetzt sein, was hier in der Bibel in der Elberfelder geschrieben ist und auch nicht in der Thomson-Bibel oder in der ungarischen Übersetzung. Ich habe da mehrere Übersetzungen bei mir. Ich habe die auch mal durchgeschaut. Es kann nicht alles falsch sein. Wir sind frei in Christus, weil wir mit Christus gestorben sind. Für das Alte leben wir nicht mehr, sondern Christus in mir. Und das soll wichtig sein für dein Leben. Und das hilft dir auch in der Erziehung, auch wenn es oft schwer ist. Weil wir haben Feinde in der dämonischen Welt. Das ist eine Übermacht. Wir kommen nicht gegen den an, aber mit Gottes Hilfe schon. Ja? Weil Gott ist im Glauben unser Schutz. Gott ist unsere rechte Hand. Gott leite unsere Füße, unsere Gedanken. Sagt Paulus, denkt so, dass ihr gestorben seid mit Christus. Und denkt dran, dass ihr seid in einem neuen Bund. Ja. Und wenn ich über das Gesetz der Liebe spreche, dann ist es für mich selbstverständlich. Ich möchte keinen anderen Gott haben, nur der, der mich liebt und den ich auch liebe. Ich möchte auch nicht töten, weil das ist keine Liebe, das ist Lieblosigkeit. Ich möchte nicht stehlen, ich möchte nicht lügen. Und wenn ich mal in eine Sünde reinfalle, da weiß ich, ich kann zu meinem Jesus Christus kommen, weil er ist gestorben für all meine Sünden. Und ich sündige nicht, weil er schon gestorben ist für meine Sünden, sondern ich sündige, weil ich noch in diesem Leib lebe. Und es kann jedem passieren. Und ich glaube, dass keiner den Stein heben könnte gegen mich, der nicht gesündigt hat heute. Das ist halt ein großes Problem in der Christentum, dass wir denken, wir sind besser als der andere oder wir verstehen die Bibel besser als das andere. Ich will auch nicht sagen, ich bin besser als der andere, aber ich sage ganz deutlich, das, was Paulus lehrt, das ist für mich die Grundlage. Und wenn jemand was anderes lehren will, der muss auch die Konsequenzen dafür tragen. Ich trage die Konsequenzen sehr gerne. Sehr gerne. Und ich bin überzeugt, dass wenn auch nicht alles 100% ist, was ich sage, aber es nähert sich an dem. Und ich wünsche euch wirklich, dass Gott euch im Geiste auch da zeigt, ob das auch stimmt oder nicht. Liest mal die Briefe Paulus 10-mal durch ihn gebet und ihr werdet merken, dass eigentlich Jesus Christus in meinem Bund durch Paulus uns was extra sagt. Vergisst auch nicht, dass Petrus Zoff hatte mit Paulus, also Paulus mit Petrus, besser gesagt, auch deswegen, weil die Aposteln konnten sich nicht von dem Judentum trennen. Ja, die haben diese eine Botschaft nicht so ganz verstanden, dass alle Nationen und dass in Christus gibt kein Jude, kein Grieche, kein Heide, sondern alle sind klein, das sind keine Romas, keine Juden, keine Zigeuner oder was auch immer. Alles ist eins für Jesus Christus
Und alle, die in Jesus Christus gestorben sind, die sind Geschwister, die gehören zum Leib Christi. Und Gott sei Dank, dass er uns in Christus diese Freiheit geschenkt hat. Und wir sind Söhne und nicht mehr Sklaven. Wir müssen nicht, sondern wir machen das aus Liebe. Weil diese Liebe haben wir vom Herrn empfangen. Diesen Glauben haben wir von Gott empfangen. Und ich bin dankbar dafür. Und ich lobe Gott und preise dafür. Also seid gesegnet, alle, die es hören und mit mir einig sind, die auch nicht, überprüft das und ihr werdet sehen, es ist richtig. Gott segne euch. Amen.